Digitalisierung ist nicht erst seit Corona in aller Munde. Wir sind hier in einem Standort im Technologiepark Bremen, wo ein absoluter Experte für Digitalisierungsstrategien ansässig ist, und zwar das wirklich in Perfektion umsetzt. Für große Unternehmen, aber auch für kleine Unternehmen. 1800 Mitarbeiter, und zwar nicht nur bundesweit, sondern international. Seit 20 Jahren gibt es das Unternehmen. So, welches das jetzt ist, das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Wir gehen gleich rein. Ich habe eine ganze Menge auf dem Zettel und es wird sehr spannend. Nach dem Intro geht's los. Wir sind jetzt hier bei der BTC AG am Standort Bremen. Und die BTC ist ein absoluter Experte in Sachen IT, speziell im B2B-Bereich. Und mir gegenüber sitzt Herr Percy Hamer, Vorstand der BTC AG. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns mal gucken, wie die letzten Monate verlaufen sind. Das ist ein Satz, den kann man eigentlich gar nicht mehr hören. Wir wollen ihn gleich ein bisschen anders anpacken, weil in Sachen Digitalisierung sind Sie ja eine absolute Koryphäe und ganz anders aufgestellt als all die, die jetzt gerade irgendwie, tatsächlich irgendwie versuchen, Digitalisierung zu machen, weil es nötig ist. Ja? Das heißt, diese fast schon Zwangsdigitalisierung der letzten Monate, was ist da passiert und was kann man tatsächlich in dieser Zeit, auch in der zukünftigen Zeit, besser machen, um tatsächlich richtig zu digitalisieren, damit es den Unternehmen was bringt? Ja, ich glaube, das, was als erstes passiert ist, ist eine technische Digitalisierung. Die ging relativ schnell. Alle Unternehmen haben ihre technischen Möglichkeiten entsprechend erweitert. Wir haben für unsere Kunden technische Möglichkeiten erweitert, aus dem mobilen Office zu arbeiten, von zu Hause zu arbeiten, um erstmal wieder die Verbindung der Menschen zueinander zu gewährleisten. Da gab es sicherlich am Anfang viele Herausforderungen, was das Thema Tools angeht. Wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn mir im Teams die Katze im Hintergrund durch den Weg läuft? Solche Dinge, die haben sich relativ schnell eingeschwungen. Was wir gesehen haben, ist, dass die große Herausforderung in solchen Situationen eigentlich der Mensch ist. Und nicht der Mensch, wie er mit der Technik umgeht, das ist relativ einfach zu erlernen, sondern der Mensch, wie er sich ein Arbeitsumfeld schafft, in dem man noch genauso gut oder vielleicht sogar noch besser zusammenarbeitet, als man das in der Zeit vor Corona getan hat. Und da sind wir natürlich als Anbieter von IT-Lösungen und von IT-Leistungen, sind wir nochmal ganz anders unterwegs, weil wir sehr viel mit unseren Kunden arbeiten. Das heißt, für uns war das Thema, die BTC, sag ich mal, digital weiter zu betreiben in einer Corona-Situation, das war keine so große Aufgabe. Die große Aufgabe war das, wie machen wir weiter mit unseren Kunden? Wie machen wir weiter in agilen Projekten? Wie machen wir weiter in großen Zusammenarbeitsthemen? Wie machen wir weiter in Themen, in denen wir in der Vergangenheit immer nur miteinander am Tisch gesessen haben, in denen wir interaktiv gearbeitet haben, gelbe Zettel an die Wand geklebt haben? Und das ist schon eine ganz andere Situation, die sich da ergeben hat. Herr Hamer, bei dem Stichwort Digitalisierung, und wir sind ja hier nun mal im Technologiepark, stelle ich mir besonders auch die Frage, wie ist das mit den Unternehmen hier am Standort? Sie sind ja erst Anfang 2019, wenn mich nicht alles täuscht, hierher gezogen. Und das hat ja auch einen bestimmten Grund. Und möglicherweise ist das jetzt eine, ja, fast schon glückliche Situation seit Corona, dass man hier besonders gut kooperieren kann. Was denken Sie, sind hier auch insgesamt für Potenziale verborgen, wie man sich gegenseitig unterstützt in der Zukunft? Ja, ich glaube, das hat unterschiedliche Ebenen. Das erste ist, ich glaube, dass für viele Unternehmen, die wir hier haben, sich die Aufgabe auch stellt, wie arbeite ich denn weiter zusammen in so einer Corona-Situation? Gerade Technologieunternehmen sind sehr stark in der Interaktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind sehr stark im gemeinsamen Entwickeln von Lösungen, sind auch sehr stark im Austausch untereinander. Und ich glaube, was allen sehr schnell klar geworden ist, ein rein technischer Austausch über Zoom und Teams und alles Weitere, der reicht eigentlich nicht aus. Und da sehe ich ein großes Potenzial, miteinander zusammen solche Themen zu adressieren und gerade auch die mitarbeiterbezogenen Themen und die menschenbezogenen Themen dort nochmal stärker in den Vordergrund zu bringen. Wir sind ganz bewusst hier in Bremen in den Technologiepark gezogen, weil wir auf der einen Seite eine starke Nähe haben wollen zur Ausbildung, zur Universität. Wir möchten ganz besonders hier in Bremen noch wachsen und suchen dort natürlich auch junge Menschen mit Potenzial, die zu uns kommen, gerne auch ältere Menschen mit Potenzial, aber die jungen Menschen findet man meistens in der Nähe von Ausbildungsstätten. Und wir finden hier aber auch viele Unternehmen, die sich selber weiterentwickeln wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir gesehen haben in unserem Kundenumfeld, dass wir uns mit einbringen in die Weiterentwicklung eines Unternehmens oder mehrerer Unternehmen, um dann halt auch gemeinsam zu wachsen und gemeinsam neue Dinge anzugehen. Wir haben diese
dieses enge Zusammenspiel zwischen Ausbildung, zwischen Instituten, zwischen Technologieunternehmen und zwischen der BTC haben wir in Oldenburg, wo das Unternehmen entstanden ist, haben wir den schon sehr lange. Und ich möchte ganz persönlich, und das möchten auch wir vom Vorstand, diesen engen Zusammenschluss in Bremen auch noch viel stärker realisieren. Dann bleibe ich mal kurz an diesem Punkt, den Sie gerade erwähnt haben. Und wir haben uns da im Vorfeld nämlich auch schon mal drüber unterhalten. Das ist tatsächlich, nennen wir es mal Fachkräftegewinnung, eben auch in diesem hochwertigen IT-Bereich. Und das lässt natürlich auch die Frage dann aufkommen, das heißt ja, trotz der vermeintlich schwierigen Situation, die jetzt ja ganz viele Unternehmen haben, scheint es hier diese Schwierigkeit ja nicht zu geben, sondern es geht weiter nach vorne. Man braucht weiterhin richtig gute Mitarbeiter und hat eben ganz andere Möglichkeiten. Es geht definitiv weiter nach vorn. Wir haben vor Corona schon gesehen, dass der Arbeitnehmermarkt, der Arbeitskräftemarkt im IT-Bereich ja nicht besonders viel Potenzial bietet. Also es gibt sehr viel mehr Nachfrage als Angebot. Wir haben kontinuierlich immer gesucht. Vielleicht ist für uns auch manchmal die aktuelle Situation eine Möglichkeit, noch mal mehr Potenzial zu schöpfen am Markt. Und das ist für uns ganz entscheidend. Und das ist auf der einen Seite das reine Wachstum in der Größe mit Ressourcen. Das ist aber auch immer wieder neue Ideen reinzubekommen, immer wieder auch, sag ich mal, über unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gender, unterschiedliche Vorgeschichten auch einen ganz neuen Blickwinkel reinzubekommen, der es uns auch nochmal hilft, unsere Kunden besser zu verstehen und halt auch ein Problem oder eine Aufgabe aus so vielen unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten, dass wir dafür auch wirklich die besten Lösungen finden können. Herr Hamer, bleiben wir noch mal ganz kurz beim Standort Technologiepark. Wir von i2b sitzen ja eben aus denselben Gründen hier, weil die Möglichkeiten mit den Unternehmen, die hier angesiedelt sind, einfach so wunderbar sind. Vorher waren Sie ja jahrelang in der Überseestadt und nun hier auch im Kontext i2b. Vielleicht ein bisschen Selbstbeweihräucherung für uns. Was bringt Ihnen eigentlich dieses Business-Netzwerk oder auch dieses Ideen- und Innovationsnetzwerk, wie wir uns ja offiziell nennen, und auch darüber hinaus noch mal an die ganze Metropolregion Nordwest gedacht? Das eine, was wichtig ist, ist, wir sind ja nicht stark in allen Bereichen. Wir sind als Full-Service-IT-Dienstleister, sind wir natürlich im IT-Umfeld gut unterwegs. Wir sind auch in den Branchen, in denen wir unterwegs sind, gut positioniert. Aber wir brauchen halt auch Partner, um wirklich vollumfängliche Lösungen für Kunden schaffen zu können. Wir brauchen gute Ideen in der Zusammenarbeit, um dort halt auch das komplette Potenzial abdecken zu können. Und ein Netzwerk ist für uns eine ganz wichtige Grundlage dafür, diesen breiteren Blick zu bekommen. Diesen breiteren Blick und dann halt auch in der Zusammenarbeit, in einem Business-Netzwerk auch Dinge schaffen zu können, die ein einzelnes Unternehmen so gar nicht für sich abdecken kann. Herr Hamer, die BTC AG gilt ja als ein vollumfänglicher IT-Dienstleister. Was heißt das denn konkret, damit das ein bisschen anfassbarer wird? Also was kann man sich darunter vorstellen? Was sind das alles für Leistungen? Also, dass es vielleicht auch ein bisschen ein Laie verstehen kann. Ja, vollumfänglich heißt, wir fangen, ich sag mal ganz nicht despektierlich, beim Blech an. Ja, das heißt, wir betreiben die Server für unsere Kunden, wir betreiben sie im Rechenzentrum, wir betreiben sie in der Cloud, wir betreiben die unterstützenden Prozesse. Alles, was man braucht, dass die Technologie im Rechenzentrum funktioniert, dass die Server funktionieren, dass das E-Mail funktioniert und solche Geschichten und darauf aufbauend all das, was die Wertschöpfung des Kunden ausmacht. Ja, das sind auf der einen Seite die ERP-Systeme, SAP ist da das Thema, was ganz viele von uns beschäftigt, auch mit den Migrationen nach SAP S4 und alles, was dazugehört, aber auch solche Dinge wie Lagerhaltungssysteme, Produktionsplanungssysteme. Und da sind wir halt bei vielen Kunden ganz nah am Puls dessen dran, was sie auch brauchen. So, und zum Betrieb gehört natürlich auch immer das Thema Weiterentwicklung dazu. Das heißt, große Projekte, in denen wir Migrationen machen, Projekte, in denen wir neue Funktionen einführen. Und dann halt auch, das hatte ich ja schon mal ein bisschen erwähnt, diese Thematik Menschen. Menschen mitnehmen mit der Technologie und mit der Veränderung. Und das machen wir alles aus einer Hand. Und das ist, glaube ich, ganz schön für einen Kunden, dass man dort einen Ansprechpartner hat, einen Verantwortlichen, der dann auch die komplette Leistungserbringung entsprechend steuert. Mhm. Können Sie uns vielleicht mal so ein bisschen konkret mit an die Hand nehmen? Was gibt es eigentlich hier für Digitalisierungsstrategien? Sie haben ja viele Unternehmen in Bremen und auch Umfeld natürlich und weiter darüber hinaus, auch national, international, wo wir einfach mal ein bisschen das Gefühl für bekommen möchten, was hier möglich ist. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen noch gar nicht so verstehen können. Weil es geht ja viel tiefer, als man denkt. Das heißt ja nicht, wir sind jetzt in der Cloud und fertig. Es ist ja viel mehr. Ja, Digitalisierung hat einen technischen Aspekt, den sehen alle eigentlich gleich. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wir haben gerade hier im Großraum Bremen
haben wir auch Kunden, die wir schon viele, viele Jahre betreuen mit Digitalisierungsprojekten, auch wenn die vielleicht nicht immer Digitalisierung gehießen haben. Das ist ja so ein Spielball der IT, dass Themen eigentlich immer wieder sehr nette neue Namen kriegen. Aber das ist halt nur die Technologie. So, und was für uns wichtig ist in der Digitalisierung, das ist auf der einen Seite die aktuelle Technologie gut und richtig zu verstehen, den Kunden gut und richtig zu verstehen, und zwar bezogen darauf, was für ihn die Kernprozesse und die Kernwertschöpfung ist. Und aus diesem Verständnis, Digitalisierung, Kernwertschöpfung beim Kunden, aber auch der anderen Systeme beim Kunden, die richtigen Maßnahmen ableiten zu können gemeinsam, um dort halt auch eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Und das ist eigentlich das, was Digitalisierung ausmacht. Und dann ist das Werkzeug, ist ein Werkzeug, was dabei hilft, aber das Werkzeug allein ist nicht das, was die Digitalisierung möglich macht. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt die Frage stellen, was ist Ihre Zielgruppe? Welche Branchen sind das? Aber tatsächlich ist es ja Raumfahrt, Luftfahrt, Produktion, Lebensmitteltechnik, Industrie. Es ist ja nahezu alles. Ja? Gut, es ist verständlich, bei so einem großen Unternehmen ist man natürlich entsprechend breit aufgestellt. Aber wie können wir uns mal fokussieren auf die Potenziale, die vielleicht auch in Zukunft, wenn man mal wirklich auch nach die Corona-Zeit denkt, was ist da noch alles möglich? Weil ich weiß, dass Sie da sehr eben in Potenzialen tatsächlich denken. Ich glaube, wir haben da sehr große Potenziale, was auf der einen Seite die Optimierung angeht. Also Automatisierung ist so ein Thema. Wir haben hier mit der Best Blue Consulting in Bremen eine Firma, die sich mit dem Thema Automatisierung auseinandersetzt. Und zwar ganz besonders auch in großen Unternehmen. Und die sind auf der einen Seite sehr erfolgreich, schwerpunktmäßig in Deutschland, aber wir haben noch gar nicht so viele Kunden in Bremen. Und ich glaube, Automatisierung ist nochmal ein Thema. Wie kann ich halt auch in meinen automatisierten Geschäftsprozessen nochmal optimierter werden? Wie kann ich dabei nochmal Fehler vermeiden? Wie kann ich dabei auch nochmal schneller sein? Ja, das ist ein Thema. Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz ist eins, was uns immer stärker bewegt. Wir haben eine Tochter, die BTC Embedded Systems. Die setzt sich mit dem Thema KI auch gerade in Verbindung mit eingebetteten Systemen in der Automobilindustrie auseinander. Und ich glaube persönlich, dass das Thema immer stärker kommen wird. Und zwar einfach auch darin nochmal, vielleicht angeknüpft an das Thema Automatisierung, nochmal mehr Dinge erledigen zu können, nochmal mehr Impulse zu geben aus den Daten, die da sind, um dann halt auch eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Wenn wir jetzt mal nicht nur an die großen Unternehmen denken, sondern auch an die KMU oder sogar wirklich die kleineren Unternehmen, weil sie ja hier auch breit aufgestellt sind, was ist hier einfach noch wichtig zu erwähnen, dass man so mitbekommt, die BTC AG bietet hier auch Lösungen an? Ja, die KMUs sind für uns halt auch wichtig. Und was wir sehen ist, das, was sich große Unternehmen in der Digitalisierung leisten können, das können sich kleine Unternehmen nicht leisten. Das ist gar nicht möglich. Und auch für mittlere Unternehmen stellt sich oft die Frage, wie lange dauert das denn? Digitalisierung darf nicht Jahre dauern, die ist jetzt wichtig. So, und das ist ein Thema, dem wir uns ganz besonders angenommen haben. Wir haben dort eine spezifische Lösung entwickelt, die halt gerade auf das Thema schnelle Digitalisierungserfolge auch für KMUs abzielt. Darum kümmert sich mein Kollege Sascha Habrecht und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, die man sich mal anschauen kann. Wunderbar, dann sprechen wir direkt mal mit Herrn Habrecht. Ich danke Ihnen an dieser Stelle schon mal für das Gespräch, Herr Hamer. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Vielen Dank. So, unterhalten wir uns also jetzt wirklich konkret noch einmal über KMUs, um zu schauen, was haben kleine und mittelständische Unternehmen für Möglichkeiten, um ja, neue Märkte auch erschließen zu können. Da bin ich ganz gespannt. Herr Habrecht, Sie sind ja der Digitalisierungsexperte für KMU hier bei der BTC AG. Erstmal moin. Hallo, Herr Flügel. Und gleich die Frage, seit Corona hat sich an diesem Bereich ja unheimlich viel geändert. Können Sie uns einmal erzählen, was sich seitdem geändert hat und vor allem auch die Perspektive, was ist jetzt möglich, jetzt schon und eben auch in der Zukunft? Ja, ist richtig. Es hat sich erheblich was geändert. Gerade auch im Bewusstsein der kleinen und mittelständischen Unternehmen, in die Digitalisierung aufbrechen zu müssen. Also das hat Corona ganz eindeutig gezeigt. Und gerade das Thema digitaler Markteingang, digitale Markterschließung steht auf der Agenda von vielen KMU-Unternehmen aktuell ganz oben. Und das Thema App habe ich schon im Vorfeld mitbekommen. Das heißt, ich habe verstanden, dass Apps eigentlich gar nicht so ressourcenfressend sind und man tatsächlich auch etwas herstellen kann, eben für KMU und nicht eine Sorge haben muss, dass es eigentlich für einen gar nichts ist. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also App ist eins der großen Themen dieses Jahres sozusagen, neben den Themen Online-Shop
Und natürlich ganz weitergehend auch andere digitale Medien, aber App hat einen ganz hohen Fokus, weil wir mittlerweile in der Lage sind, über Standards Apps sehr kostengünstig und vor allen Dingen auch sehr schnell zu produzieren. Herr Habrecht, können Sie uns da nochmal vielleicht das Ganze anfassbarer machen, an einem konkreten Beispiel am besten? Ja, das Julinshaus in Bremen ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das Julinshaus hatte das Problem, keine virtuellen Begehungen für Wohneinheiten machen zu können und dementsprechend auch die Vermarktung nicht vorantreiben zu können. Das haben wir entsprechend über den Weg der App lösen können. Das heißt, man war in der Lage, trotzdem die fertiggestellten Wohneinheiten zu zeigen und auch die entsprechenden Vorführungen im Vorfeld zu terminieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Ihre Rolle dabei auch ist, KMUs hier zu helfen, über diesen Tellerrand zu schauen, zu gucken, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, weil man selbst ist, glaube ich, gar nicht imstande herauszufinden, was für einen jetzt wirklich hier nützlich sein kann. Ist es dann am sinnvollsten, einfach mit Ihnen mal darüber zu sprechen? Genau, also was wir tun, wir haben in unserem Baukasten, wenn man so will, oder in unserem Paket als BTC ein Baukastensystem für Apps. Und unsere Beratungsdienstleistung liegt darin, die Herausforderungen des einzelnen KMU tatsächlich auf diesem Baukasten zu portieren. Und da ist natürlich immer ein Gespräch sehr sinnvoll, das merken wir, weil der einzelne Geschäftsführer, Unternehmer, wie auch immer, gar nicht auf die einfachsten Ideen kommt, die wir wirklich dann mit einem Standard zu lösen in der Lage sind. Also es ist eine Mischung sozusagen aus einem bestimmten Standard und wirklich einer individuellen Lösung, die dann ineinander greift, um dann einfach das entscheidende Ergebnis hervorzurufen, an das man vorher als KMU noch gar nicht gedacht hat. Das ist richtig. Also wir schaffen es tatsächlich, sehr attraktive, individuelle Mobile Apps zu produzieren auf Basis dieses Standards. Und das schaffen wir zu sehr günstigen Preisen und in sehr schneller Zeit. Wenn ich mich jetzt in die Lage versetze von KMUs, dann werden die sich natürlich fragen, okay, es wird sicherlich trotzdem noch total viel Geld kosten. Ja? Weil selbst wenn es Lösungen gibt, die sind günstiger, trotzdem ist es doch mit Sicherheit etwas, was wirklich an unsere Ressourcen geht. Können Sie uns ein Gefühl dafür geben, mit was für Kosten man da rechnen muss, auch am Anfang vielleicht schon? Am Anfang ist es ganz einfach, weil der Anfang ist kostenlos. Wir steigen kostenlos ein, unsere Erstberatung ist kostenlos, die Erstsimulierung ist kostenlos. Das heißt, Sie bekommen ganz konkret, ohne Einsatz von Geldern, Sie investieren lediglich ein klein wenig an Zeit, einen ersten Eindruck von Ihrer App mit allen Funktionalitäten, die zukünftig drin sein werden. Wie? Ich kann schon eine Simulation meiner App dann sehen mit all, also das ist für mich jetzt, das heißt ja, das ist eigentlich schon fast fertig. Das heißt, Sie gehen richtig in Vorleistung, dass man wirklich gucken kann, bringt mir das was? Richtig. Sie bekommen sogar von uns die ersten Grafikleistungen direkt kostenlos mitgeliefert. Das heißt, man hat einfach mehr Sicherheit und kann Dinge schon mal im Vorfeld überprüfen, damit es wirklich nachher auch zu dem Resultat kommt, was man sich vorstellt, oder? Genau. Das ist einfach einer der Digitalisierungsgrundsätze, die es ja heute gibt. Vollständige Konfigurierbarkeit durch den Nutzer, durch den Betreiber. Und das können wir im Rahmen eines Simulators schon im Vorfeld, im Rahmen der Beratungsphase machen. Wunderbar, hört sich super an. Also würde ich sagen, einfach bei Ihnen melden und dann kommt man ins Gespräch. Genau, ja? Würde mich freuen. Prima, ich danke Ihnen, danke Ihnen für das Gespräch. Ja, Herr Habrecht. Ich danke mich auch. Vielen Dank, Herr Vöbel.